fühle mich zu Hause, wenn ich mich gemütlich hinsetzen kann, mich eine warme Atmosphäre begrüßt, wenn ich einen Kaffee trinken kann, mich nett mit Leuten austauschen, unterhalten kann und ja, mich einfach ein Stück gehen lassen kann. Sehr charakteristisch für Ludwigshafen sind einfach die Vielzahl der Kulturen, die hier sind. Wir haben um die 150 verschiedenen Kulturen, die zusammenkommen in einer Stadt. Und das macht Ludwigshafen unglaublich besonders und auch sehr, sehr wertvoll. Ja, wir möchten eine Kinderbibliothek schaffen, wo sich die Kinder und ihre Familien wohlfühlen und wo sie sich vor allem auch zugehörig fühlen. Ein dritter Ort ist ein Ort, das uns alle gehört. Also hier, ein Ort, wo man alleine hingehen kann, das auch dir gehören kann. Ein Ort, wo man sich sicher fühlt, geschätzt, wo man bekannt mit ist, wo man alleine, aber auch mit einem Nachbarn oder einem Bekannten hingehen kann, bleiben, solange man will, tun, was man will. Ein wichtiger Ort, ein Ort, das um die Ecke ist, in der Nähe, das auch das Aufenthalt ermöglicht, mit zum Beispiel saubere Toiletten, ein Tass Kaffee oder Wasser und das gratis und kostenlos zugänglich ist. Ich denke, die größte Herausforderung wird es sein, dass wir unsere vielen Medien, die wir in der Kinderbibliothek haben, auch in dem erweiterten Raum unterbringen und gleichzeitig noch die Aktivitäten starten können, die wir vorhaben. Das Schöne an diesem Projekt ist, dass wir sind hier ja in diesem Raum. Das ist die erste Kino, die nach dem Krieg gebaut wurde in Ludwigshafen. Und wir möchten sehr gerne die Atmosphäre und die Identität dieser Raum behalten. Und das zusammen zu vermischen, das ist, glaube ich, eine schöne Herausforderung. Was uns wichtig ist, wenn wir an unsere Projekte arbeiten, was uns unglaublich wichtig ist, dass wir die Leute vor Ort verstehen, dass wir die Kinder verstehen, dass wir die Kinder kennen und die Bedürfnisse der Kinder mitnehmen in Bezug, wenn wir etwas entwerfen. Es ist ja nicht unser Entwurf, es ist ein Entwurf für die Kinder von Ludwigshafen. Deshalb ist der erste Schritt immer reden mit die Kinder, reden mit den Nutzer. Das hat in diesem Projekt Julia gemacht, Julia Bergmann, mit den Design Thinking Prozesse. Und das hat sehr wichtige Ergebnisse gegeben, die für uns ein Startpunkt sein in unserem Projekt. Bergmann. Ich bin Beraterin für Bibliotheken und Kultureinrichtungen, begleite Veränderungsprozesse und wende verschiedene Methoden an, darunter das Design Thinking, um neue Lösungen und kreative neue Ansätze zu entwickeln mit den Kunden. Und dieser ganz besondere Raum, dieses alte Kino, soll nun auch Teil der neuen Erlebniswelt für die Kinder werden. Und es hat also baulich eine große Besonderheit. Es hat aber auch eine große Besonderheit, weil es eine eigenständige Kinderbibliothek ist, in einem eigenen Gebäude, wo sie eine eigene Welt für die Kinder und die jungen Familien schaffen können. Was mir spontan einfällt, ist, dass jeder Nutzer anders ist. Das haben wir dann einfach gemerkt. Es gab Familien, die haben gesagt, okay, wir finden es gar nicht gut, dass dass jetzt in den Kinderbibliotheken auch Gaming angeboten wird. Und wiederum andere Familien haben gesagt, das ist total toll, weil ihr Kind das gerne macht und sie sich diese Spiele, die man fürs Gaming braucht, gar nicht leisten können. Also das heißt, man muss wirklich viele Nutzer auch befragen und sollte nicht von einem auf alles schließen. Und das ist auch das, was wir dann im Endeffekt gelernt haben. Das, was wir denken, ist nicht immer das, was die Nutzer denken. Man muss wirklich sich in die Nutzer hineinversetzen und auch sie befragen, um herauszufinden, was können wir bieten, dass es ihnen hilft. Wir haben uns gefragt, was es für die Hausaufgaben braucht, für die 6- bis 12-Jährigen in unserer Kinderbibliothek und was für sie wichtig ist. Wir haben gelernt, dass das analoge Lernen für sie immer noch zentral ist, dass digitale Einsatzmittel wie Laptops oder so erst viel später kommen, also erst wenn sie so 10 bis 12 sind. Das heißt, die meisten unserer Arbeitsplätze sind eher analoge Arbeitsplätze. Es gibt nur einige wenige mit Laptop. Und wir haben gelernt, dass sie am liebsten in der Küche lernen.
Also es ist jemand da, dem Sie sofort eine Frage stellen können. Sie sind mitten im Zentrum der Wohnung und kriegen mit, wenn jemand geht oder kommt. Aber Sie sind nicht so sehr im Trubel. Es ist also nicht das Kinderzimmer. Und die Kunst ist jetzt, das umzusetzen in einem Bibliothekskonzept. Dazu haben wir eine bestimmte Arbeitsweise. Wir machen das zusammen mit den Leuten hier vor Ort in einem Workshop-Prozess. Das Workshop dauert eine Woche. Und was uns besonders zusagt, ist auch die Methode, die er anwendet. Wir haben den Design Thinking-Prozess mit Julia Bergmann durchlaufen, der ja die Kinder, die Bevölkerung sehr stark in die Planung mit einbezieht. Man geht auf die Bedürfnisse der Kinder ein und man arbeitet wirklich als Team zusammen. Und es ist auch mit dem Architekten quasi eine Teamarbeit, die man leistet, und das hat uns einfach zugesagt. Noch ein Tipp: Einfach glaub dran und fang an. Es hat sehr Spaß gemacht, genau. Ich fand die Moodboards fand ich sehr gut. Und natürlich die Zeichnungen, was ihr gemacht habt, die waren, diese Skizzen, schnell gescrabbelt, fand ich super von der Aufteilung, wie das gedacht wurde. Ich hätte es besser nicht machen können. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, war das mit dem Aussuchen der Möbel. Das war ein sehr lustiges Spiel mit den Farben, einfach zu sehen, die unterschiedlichen Reaktionen von den anderen Kollegen. Bei manchen waren wir uns sofort alle einig, bei den anderen haben wir gedacht, das sieht nicht so toll aus, aber man muss auch dann die Meinung der anderen akzeptieren, und es hat wirklich Spaß gemacht. Diese Offenheit einfach, dass wir nicht nur gesagt bekommen, ja hier, das ist die Skizze und so wird das dann aussehen, sondern dass wir uns einbringen dürfen. Dass wir unsere Ideen sagen dürfen, dass darauf geachtet wird, dass unsere Meinung wirklich so wichtig ist. Das ist das, was mich am meisten überrascht hat und was mich auch sehr gefreut hat. Ja, also wir haben jetzt ja die Zentralbibliothek erfolgreich saniert. Sie wird wunderbar hier angenommen, und auch die Jugendbibliothek. Jetzt ist es ganz klar, wir müssen weitermachen. Wir freuen uns, dass jetzt die Kinderbibliothek eben auch in den Fokus rückt, und wir haben eben auch das Glück, dass wir über Fördermittel des Landes im Rahmen des Stadtumbauförderprogrammes jetzt eben auch die finanziellen Mittel erhalten werden, um dann die noch ausstehende Sanierung der Kinderbibliothek voranzubringen. Und das ist natürlich nochmal ein wichtiger Meilenstein, auch für uns hier sozusagen im Standort nochmal Ludwigshafen als Kultur- und Bildungsstandort. Da gehört eine Kinderbibliothek ganz wesentlich dazu. Ich bin total begeistert, muss ich sagen, und auch fasziniert, eben aus Sicht der Jugendhilfe, aus Sicht der Jugendförderung, welche Ideen hier innerhalb von einer Woche gemeinsam zusammengetragen wurden für die Neugestaltung der Kinderbibliothek. Ideen, die aus meiner Sicht dazu führen können, dass es hier einen Lernort, einen Begegnungsort und einen Erlebnisort gibt für Kinder aus ganz unterschiedlichen kulturellen Herkünften. Ein Ort hier in der Mitte, wo Kinder gerne sind, wo sie sich wohlfühlen und wo Lernen
auch soziales Lernen ganz spielerisch stattfindet. Ich war am meisten überrascht über diese Geschwindigkeit, in der aus Ideen, die in Teams und wie es hier aussieht, in sehr kreativen Teams, wie da in einer Woche etwas entstanden ist, was schon aussieht wie ein fertiger Plan. Das ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Ich schwanke zwischen Begeisterung und Engagement, was vielleicht sehr nah beieinander liegt. Vielleicht ist das eine die Motivation, die Begeisterung, und die führt dazu, dass man sich engagiert, für eine Sache wirklich engagiert. Und das ist das Gefühl, was ich mitnehme von der Präsentation des Workshops. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ein Wort das nicht ausdrücken kann. Ich würde es Hoffnung nennen. Ja. Hoffnung auf das, was kommt, dass das, was wir hier brauchen, Ludwigshafen, endlich erfüllt wird. Ich glaube, one word closing for the project: Geschichte. Es ist eine Verbindung der Geschichte mit Geschichten. Neue Geschichte wird entstehen hier in ein Haus der Geschichte mittragt. Think of it, das ist der erste nachkriegsliche Kino in Ludwigshafen. Das ist ein Haus von Positivität, von endlich wieder entspannen, Möglichkeiten erweitern. Das ist dieses Haus, und ich glaube, dass das auch für die Leben der neuen Kinder in Ludwigshafen genau die gleiche Rolle spielen kann. Das ist, was wir hoffen. Ja, es war insgesamt wirklich eine faszinierende Woche, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.